große Hausmesse bei Foto Gressung in Saarbrücken und wir haben einen absoluten Spezialisten für das Thema Objektive, kompatible Objektive, unter anderem für die Sony 6300, eine ganz tolle Kamera, APS-C, und hier ist jemand, der sich gut damit auskennt. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Hallo, fange ich mit Jürgen von der Firma Haarparty. Unser Sitz ist in München und ich bin jetzt hier auf der Messe bei Foto Gressung, um halt die Neuheiten, die besonderen Produkte zu präsentieren. Genau, Sie lieben Ihre Produkte. Wir haben einen Originalhersteller, Samyang, das hat man vielleicht noch nicht gehört, aber der ist recht bekannt, denn der baut auch noch für andere Marken, oder? Samyang, richtig, die werden gelabelt. Ich möchte aber jetzt die Namen nicht dazu nennen. Letztendlich ist es so, dass Samyang ein sehr, sehr großer Videoobjektivhersteller ist. Man kennt ihn vielleicht auch aus dem Broadcast-Bereich. Xeon-Objektive sind auch alles Samyang-Objektive. Samyang hat also überwiegend diese manuell Fokusobjektive. Deswegen sind die auch relativ preisgünstig, weil hier steckt keine Elektronik drin, die die Blende automatisch steuert. Hier steckt keine Elektronik drin, die den Autofokus steuert, sondern geht alles manuell. Aber die optische Leistung sind hervorragend. Solche Objektive liegen bei Samyang im Schnitt im Weitwinkelsektor von 10 mm bis 24 mm in der Preisklasse um die 400 Euro. 400 Euro. Die Lichtstärke. Die Lichtstärken schwanken zwischen 2,0 und, also beziehungsweise bei Videos etwas anders, 2,1, 1,5. Da gibt es also, es hängt ja von der Brennweite ab, dementsprechend auch die Lichtstärke. Genau, hier ist ein Fotoobjektiv auf der rechten Seite. Ja, da sind Sie auch richtig gut drin, oder? Das ist ganz neu. Dieses Objektiv gibt es erst seit einem halben Jahr. Und zwar, Samyang hat ja bis jetzt immer nur manuell Fokusobjektive hergestellt. Erstmalig sind es jetzt Autofokusobjektive für die Sony-Serie. Und zwar haben wir jetzt aktuell auf dem Markt ganz neu das 50 mm Lichtstärke 1,4 und das 14 mm Lichtstärke 2,8. Dieses Objektiv ist auch ein Vollformatobjektiv. Und relativ verzeichnungsfrei. Alpha 7, sage ich nur. Ich habe eine Alpha 7 R2. Und auch da wäre das natürlich ganz hervorragend. Das heißt, ich habe jetzt Autofokus, habe jetzt einen Weitwinkel und habe 1,4er Lichtstärke. 1,4er Lichtstärke bei dem 50 mm Objektiv. Bei dem 50er, beim Weitwinkel? 2,8. Beim Weitwinkel war 2,8. Ja, das hat natürlich Sony nicht zu bieten, oder Patrick? Ja, das ist schon... Also so noch nicht. Das ist auch natürlich eine Preisfrage. Wir liegen hier ungefähr wie bei 6,69, da steht es, ja, genau. 6,69 wäre das für das 14 mm Weitwinkelobjektiv. Okay. Und 579 käme das Objektiv mit Lichtstärke 1,4, 50 mm. Super. Wie gesagt, also, beide Vollformat. Beide Vollformat. So, und dann... Noch ein ganz kleines bisschen Werbung. Samyang ist eine gute Firma. Ja. Es gibt entsprechend Garantien dafür. Ja, auch hier haben wir die Garantie verlängert auf 5 Jahre. Und die Firma ist also wirklich namhaft, gibt es schon seit Jahren. Die produzieren in Südkorea. In Südkorea. Das heißt dort, wo auch ganz tolle Dinge gefertigt werden, wo die Leute, ich sag mal, auch sehr, sehr gut bezahlt werden, der Lifestyle eingehalten hat. Sie waren selbst schon da in Südkorea? Nein, leider nicht. Also die Gelegenheit habe ich noch nicht gehabt. Ich wäre gerne mal dorthin gefahren. Vielleicht klappt es ja mal im nächsten Jahr. Also, wenn Sie eine Alpha 7, eine Alpha 9, eine Alpha 7S und so weiter haben, hier gibt es entsprechend Objektive, die manuell zu bedienen sind für den Videobereich von Samyang. Und es gibt auch jetzt ganz neu ein 50 mm 1,4 und ein, ich gucke gerade noch mal kurz drauf, ein 2,8 mit 14 mm. Und da hat er noch was, ja? Was auch sehr gerne genommen wird, ist das 12 mm Objektiv. Es ist sehr kompakt, das ist allerdings für APS-C-Sensor. Ja. Und hat 12 mm Lichtstärke 2,0. Liegt auch in der Preisklasse um die 350, 400 Euro. Autofokus auch? Nein, manuell. Okay, aber schade. Bei Weitwinkel ist das auch nicht schlimm, man hat ja eine extrem hohe Tiefenschärfe. Ja, ich so als Videofreak habe natürlich da gerne einen Autofokus, wenn ich mir etwas näher rangehe. Aber wenn das als Autofokus kommt, dann bin ich wahrscheinlich einer der Ersten, der es kriegt. Ja. Dann starten Sie doch schon mal mit einem 14 mm durch. Super, ich gehe nochmal ganz kurz zum Patrick. Wo findet man Fotogressung? In der Diskontopassage in Saarbrücken. Die Öffnungszeiten? Von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Genau, das war jetzt mal ganz spontan. Vielen, vielen Dank. Wir sind auf der Hausmesse. Wenn auch Sie diese Neuheiten bewundern wollen, gehen Sie zur Fotogressung, rennen Sie in die Bude ein und gehen Sie unter anderem zu Patrick Bergen und seinen Kollegen. Dankeschön.